Jedes Kind hat Rechte. So steht es in der UN-Kinderrechtskonvention. In Deutschland ist diese bereits 1992 in Kraft getreten. Was Kinder hierzulande bewegt oder ihnen gerade auch in Corona-Zeiten Angst macht, war in der Politik hierzulande trotzdem wochenlang kein Thema. Und das, obwohl die Kinderrechte stark beschnitten wurden. Anlässlich des Internationalen Kindertags am 1. Juni betonte Sozialministerin Stefanie Drese daher nochmals die Bedeutung einer Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz. Es ist deswegen wichtig, weil zwei Prinzipien damit verbunden sind, die ins Grundgesetz dann Einzug finden würden. Einmal das Kindeswohlprinzip und einmal das Recht der Jugendlichen, der Kinder auf Beteiligung. Das ist mir deswegen so wichtig, weil bei allem staatlichen Handeln dann auch die Interessen der Jugendlichen zu hören sind, zwingend mit eingebunden werden müssen. Und das Kindeswohlprinzip heißt, bei allem staatlichen Handeln das Kindeswohl an oberster Stelle steht. Um den Schutz der Kinder zu gewährleisten, können die Bundesländer unabhängig vom Grundgesetz selbst Maßnahmen ergreifen, um die UN-Kinderrechtskonvention noch stärker umzusetzen. Neben dem Schutz der Kinder geht es dabei auch um deren politische Teilhabe sowie kindgerechte Information. Hierzulande hat das Sozialministerium bereits einige Projekte auf den Weg gebracht, um diese beiden wichtigen Elemente der Kinderrechte zu realisieren. Ja, die Jugendbeteiligung ist mir sehr wichtig. Wir haben ein Projekt, bei dem wir auch Jugendliche für Kommunalpolitik begeistern wollen und ihnen über technische Möglichkeiten eine Mitsprache geben. Das ersetzt aber nicht, dass also ich auch als Kinder- und Jugendministerin für die Kinder ansprechbar bin und wir im Sozialministerium ganz besonders den Blick darauf haben, auch komplizierte Dinge in einfacher Sprache zu erklären. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht eine Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz vor. Das Bundesjustizministerium hat im November 2019 einen Entwurf dafür vorgelegt. Während die Union darin einen zu großen Eingriff in die Elternrechte sieht, geht der Entwurf dem Deutschen Kinderhilfswerk nicht weit genug. Bis die Kinderrechte also tatsächlich in die deutschen Verfassungen aufgenommen werden, ist es umso wichtiger, diese auf Landesebene weiter zu etablieren und vor allem auch umzusetzen.